Hallo und herzlich willkommen bei Legendary Games. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute mit der zweiten Mission der Nordafrika-Kampagne von Company of Heroes 3. Die Mission heißt Feuer mit Feuer und wir kämpfen wieder an der Seite von Rommel und den Deutschen Richtung El Alamein uns vor. Ich glaube, Benghazi war das letzte Ziel in der ersten Mission. Und dafür empfehle ich einfach, den Kanal zu verfolgen, denn wir haben bereits zu Company of Heroes 1 und 2 alle Missionen hier. Und das Gleiche wird auch bei 3 der Fall sein. Also dranbleiben und... We met up with the British forces near Mshiri. They were tired but friendly. They had their tea and their porters to make them feel at home. But the war was already taking its toll. Water and food were running low, and the desert was as much their enemy as the Germans were. The British knew Rommel. He made them nervous. It didn't take long for me to understand why. Ja, einfach mal schauen, was wir noch im Kanal haben. Wir sind ja eigentlich ein Podcast. Wir reden über alte Spiele. Company of Heroes 1 ist ja von 2006. Das nähert sich langsam auch so ein Alter, dass es für uns besprechenswert ist. Und da kommt sicher mal was, weil aus meiner Sicht ist das ein Bomben-Echtzeit-Strategiespiel für die damalige Zeit gewesen. Und es hat sich sehr, sehr gut gehalten. Sowohl grafisch, finde ich, als auch spielerisch. Allerdings muss man dazu sagen, dass hier auch einige Verbesserungen drin stecken. Auch bei 2 schon. Gentlemen, as we all know, supplies have been scarce. To make matters worse, the British have deployed armored units to guard the fastest route to our supply lines. The way I see it, we either sit and wait for weeks while our supplies take the long way around them in the desert heat, or we strike now, take the lines back and go to bed well fed. Yes, we are outnumbered, and yes, we'll have few reinforcements, but the enemy is no match for our panzers or our appetite. Push forward and destroy the enemy armor. Salvage and recover what we need to secure victory and the path to our supplies. I know we are all running on fumes, but I am taking the lead on this myself. Follow me, let us end this fast. So, da haben wir schon mal einen Rommelpanzer. To gain access to our supplies, we must hunt down all enemy armored units, but also protect our own. Remember, da haben wir schon mal der Barrierer. No use to supplies if we have nothing left to replenish. If my command tank is compromised, we will be forced to withdraw. Meaning no supper tonight. Dein Panzer darf nicht kaputt gehen, Rommel, das habe ich verstanden. Einfach mal ein paar Meter noch vorfahren. Gut. Da sind schon mal Minen, das ist nicht so cool. Wir schauen jetzt einfach mal, ob wir einen Minensuchdruck bauen können. Kampfmittel-Räumpaket, das wird es wahrscheinlich sein. Genau, euch wollte ich ja haben. Und jetzt bauen wir uns mal so auf, dass wir in die Richtung ballern können. Skills natürlich zu entschärfen. Mal hierher. Mal hierher. Den Tiger bringen wir natürlich auch nach vorne. Bisschen fahren. Auch ein bisschen fahren. So rüber ausrichten. Bisschen zurück. Und wo ist mein Druck? Hier.
Da unten ist die erste Stellung anscheinend. Und da fahren die ersten gefährlichen Typen rum. So viel wird er nicht gepusht. Der kriegt einen drauf, na ist gut. Erstmal den da und jetzt den da. Gut. Und jetzt auf den da. Tiger, get us out of here. Den müssen wir killen. So, von der Seite. Ich würde sagen, erst die erste Stellung haben wir. Reparieren. Der kriegt eine Ladung ab. Gut. Ja, dann müssen wir den da nehmen. Ich würde sagen, also nicht so viele übrig. Wir fahren noch mal ein Stück hier hin. Fahren wir um den Berg rum. Gut. Zurück. Als erstes mal den da. Dahinter. Der Tiger macht alles. Der Effe. So. Hier bauen wir erstmal was. Ich würde sagen, der Tiger war erfolgreich. Ihr müsst gleich hinter. Wo sind die Jungs? It shall be done.
Oh, das ist schlecht. Dann gehen wir erstmal auf die Seite. Der Tiger. Natürlich performen die gut. Den machen wir mal fit. Stopp, 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 stopp. Du musst schon mal anhalten. So, alle beide an die Front. Die haben ihre Kiste gebaut. Jetzt schauen wir mal, was da vorne rumsteht. Falls es Panzerabwehr ist, also Zeug da. Kein Problem. Kommt mal mit. Das ist gefährlicher. Den müssen wir killen. Schießen. Gut, und zurück. Na, da steht noch einer. Dann nehmen wir das Ding da ein. Wo sind denn die mit dem Minensuchgerät hier? Ach, das ist schon ausgebaut, gut. Mach mal ein Nachschublager draus. Reparieren. Vorfahren. Kriegsmarine. Die Boys Panzerbüchse nehmen wir mal. Ja, nehmt ihr das Ding da mal? Und zurück. Ja, da kriegt einen drauf und fertig. Erstmal den da. Jawohl. Gut, dann den da. Zurückfahren. Da schießt auch jemand. Müssen wir hin. Werfen mal was drauf. Laufen wieder zurück. Zurückfahren. Das Geschütz ist leer.
Nehmen wir den da mal. So, einmal schießen. Hier vorfahren. Panzer nehmen. Auch herfahren. Du musst nach Hause. So schön. Wir ruhen uns hier mal aus. So, die Schrauben. So ein Auto wäre gut. Bitte einmal den hier reparieren. Hier repariert das Panzergeschütz. Schauen wir mal da oben vorbei. Ach, erstmal hinten vorbeischauen hier. Falls noch ein Ziel da ist, fahren wir mit. Ja, es ist ein Stand. Ja. Wenn jetzt nicht Panzerfäuste so ohne Ende lauern, war es das für den. So ein Stück fahren. Schön. Annehmen. Einnehmen. So, den haben sie fertig repariert. Und der repariert kurz. Baut kurz das hier. Und euch stellen wir mal hier hin. Ah ja. Eine besser verteidigte Stellung. Wir rennen. So, die müssten weg sein. Hier sind Minen offiziell. Wo ist mein Minenraumteam? Hier. Ihr habt es fertig gebaut. Na ja, sehr gut. Wo sind Minen? This is it, boys. Jawohl. Let's go. Grab your gear. We're heading out. Gut gemacht. Reparieren. Mitkommen. Typen da oben knacken. Sollte jetzt auch nicht das große Problem sein, vor allem wenn man von hinten kommt. So, alle schön hierher. Vorwärts denn. Ja, das reicht.
Kann doch gar keiner übrig bleiben. Wollte ich gerade sagen. Hier repariert schön den Panzer. Hierher. Die Jungs hier. Die Boys. Glory awaits, men. Come on, men. Let's get through it. Everything in order. Forward, men. Plenty of ground to cover. Move! We took enemy punches! Striking through! I want a grenade on that position! My crew needs orders. Come on, Hunter Grenadiers! Closing distance! Making contact with the enemy! Enemy troops! They break distance! Da will er fahren. Den schnappen wir. Zack. Ich würde sagen, noch einmal reparieren, dann war's das. Halte meine Panzer fit. Hält zwar nicht so viel aus, aber für dieses kleine Geschütz hier an der Seite reicht's. So, war's doch schon. Ja, von zwei Seiten ist immer hart, ne? Ja, da schießt irgendwas Krasseres. Muss ein bisschen aufpassen. Umdrehen. Heilen. Den müssen wir ausnocken da vorne. Zum Tiger. Ja, den müssen wir schnappen. Tja. Ist schon aus. Ich sehe jetzt nicht mehr so viel. Ach doch, da wohnt noch jemand. Aber ich komme von der falschen Seite für ihn. Gut, von da hinten kommt noch was. Gut. Haben wir erledigt. Der Tiger. The enemy armor has been reduced to scrap. Excellent work, Afrika Korps. Our panzers will be filled tonight. Rommel pushed us back towards Gazala. Time and time again we were caught out by his aggression. His unpredictable maneuvers left us scrambling to survive as the German flak guns devastated our lines and our morale. The British lost men. I lost friends. The Air Force brought some respite. But news from Benghazi left me wondering exactly who I was fighting alongside. Iba. Sbokim Talfuatin, Lemdidrasa, Keso, Draina Kra Fersisin, Lainin Talhuna, Urgisan Yatak, Yenanahuma.
كان للم لما رحدثنا أدور يتين يكان ولا أني نسلة يتلفحتين دي كان فلاح النروي كان يد إنا وحقوس دور لحسار إكامة تبدي دي تايمرت تنا شما إسرائيل هتاري إكانيين ولا أنت يوم زفوسينو دينا إي أدقو ترك صوتها قرب انت الفلتين أيلة أترقق اسقف لحبد انت الفحتين انفحص برا بها أن تمسك إدمن طيما تقميد إنه ولا ميدر كرا إقوز من إدن سقف آري ردستح الجزة تنائنا تمسكين جنوين الإنجليز ولا أني أح لحسبينو كان إمودا كلنا كما تحفهم ورد زيك استقمي يا يبا تنياغي تنوفيناك أركام تريح سليمة Ja, war Mission 2, relativ schnell durch die britischen Stellungen gepflügt. Jetzt einfach weiterklicken und dann seht ihr Mission 3. Wir sehen uns im nächsten Video oder in einem anderen oder im Podcast. Da hören wir uns dann und mich freut es immer, wenn ihr einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.